Willkommen im Reich der Elemente. Die ersten Schritte auf chemischem Boden haben die meisten ja schon absolviert. In diesem Filmpaket stellen wir verschiedene chemische Elemente vor. Manche ähneln sich stark in ihren Eigenschaften, andere unterscheiden sich deutlich. Die erste grobe Unterscheidung lautet ganz simpel: Ein chemisches Element gehört entweder zu den Metallen oder den Nichtmetallen. Eine Stufe feiner unterteilt arbeiten wir heute. Und zwar auf der Stufe der Elementfamilien oder Elementgruppen. Alkalimetalle und Erdalkalimetalle auf der Metalle-Seite. Und Halogene und Edelgase auf der Seite der Nichtmetalle. Das leichteste Erdalkalimetall ist das Beryllium. Beryllium glänzt silbrig-metallisch und es hat einige typische metallische Eigenschaften. Wir gehen aber hier nicht weiter auf dieses Erdalkalimetall ein, weil Beryllium in der Natur nur sehr selten vorkommt. Das nächste Erdalkalimetall ist das weit bekanntere Magnesium. Auch Magnesium glänzt silbrig-metallisch. Magnesium ist weich, biegsam und lässt sich gut schneiden. Am Atombau der Halogene erkennen wir nochmal den großen Sprung, den wir im Periodensystem gemacht haben. Alle Halogene tragen ganze 7 Valenzelektronen in der Außenhaut. Es bleibt beim positiv geladenen Kern. Anders als die Alkali- und Erdalkalimetalle wollen die Halogene ihre Valenzelektronen auf keinen Fall abgeben. Im Gegenteil, alle Halogene sind dringend bestrebt, ein 8. Elektron aufzunehmen. Hier zum Abschluss noch einmal unsere reduzierte Elementewand mit den 4 Elementfamilien. Wie schon gesagt, werdet ihr es in den nächsten Monaten und Jahren mit fast dem gesamten Periodensystem der Elemente zu tun bekommen. Da kann es nicht schaden, die Position der hier kennengelernten 4 Elementfamilien im großen Periodensystem zu verorten. Die Alkalimetalle ganz außen links als erste Hauptgruppe. So nennen fortgeschrittene Chemiker die Elementfamilien.